Servus und hallo zu einer neuen Runde. Ja, letztes Mal haben wir Hölle abgeschlossen. Das fünfte Kapitel und jetzt geht's dann logischerweise mit dem sechsten Kapitel weiter mit Rapture. Heißt es. Warum weiß ich schon, wie das heißt? Und ich schaue doch alles immer mit euch gemeinsam an. Und was soll das hier überhaupt? Ganz komischer Startbildschirm auch. Irgendwas ist da anders. Ja, ist es. Ich habe schon Aufnahme begonnen und gespielt und ich komme nicht weiter. Tatsächlich, Rapture Welt 1 am Anfang keine Chance. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da wo was springen soll. Es geht nicht. Also es geht mit Sicherheit, ich kann es nicht. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Dunkelwelt an. So, das war die Bemerkung am Anfang. Jetzt geht's dann weiter mit dem, was ich aufgenommen habe schon. Servus und hallo. Weiter geht's mit einer gemütlichen Runde. Super Meat Boy! Nachdem ich ja die Hölle beendet habe, haben wir gedacht, ich spiele weiter. Aber ich komme im Moment nicht weiter und bleib stecken. Und dann haben wir gedacht, ja, macht ja nichts. Machst halt, weil die Dunkelwelt. Bis jetzt habe ich alle normal gespielt, alle Levels. Machst mal die Dunkelwelt. Da ist mal was aufgefallen. Ich zeig euch mal was hier. The Forest. Geh mal rein. Ja, es haben wir gesehen. Haben wir auch gesehen. Mach weiter. Ja, alles geschafft und was hier nirgends steht, aber Taste X ist Wechsel in die Dunkelwelt. Ja, genau das ist das Problem. Es sind nur wenige freigeschaltet. Was ist da los? Es sind die, wo ich A+ habe. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie doof das mir vorkommt, so in meiner grenzenlosen Naivität erst nur durchgespielt, so, ja, Zeit, mir doch egal und interessiert mich doch nicht. Die anderen, die Streber, beziehungsweise ich habe es ja konkret gemacht, der Streber. Und ja, blöd jetzt. Ja, Handy hat auch gebümmelt, haben bestimmt gehört, ist jetzt wurscht. Ja. Folgendes. Ich werde versuchen, hier nur einiges freizuschalten. Allerdings werde ich da kein extra Let's Play mehr draus machen. Ihr bekommt dann einen Zusammenschnitt, dass ihr halt seht, dass ich es gespielt habe. Und ja, wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht, aber ich werde sehr viele Versuche brauchen, bei die späteren Levels überall A+ zu holen. Und so das Blind Play bis jetzt, das mache ich auch weiter. Aber hier meine Versuche überall A+ zu schaffen, um die Dunkelwelt freizuschalten. Nö, da gibt es einen Zusammenschnitt. In der Dunkelwelt, wenn ich spiele nichts von der Dunkelwelt ohne euch quasi, das Spiel wieder so, das schauen wir uns zusammen an quasi. Wieder im regulären Let's Play, aber die Versuche freizuschalten mit den Millionen Fehlversuche. Mache ich jetzt mal offscreen und dann gibt es einen Zusammenschnitt.
das war jetzt der Zusammenschnitt von der Welt A. Und schauen wir nochmal. Ja, geh weg, geh weg. Ja, überall A+. In der ersten Welt war das tatsächlich noch relativ einfach. Es wird schwieriger werden. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich weitermache. Ob ich jetzt gleich die Dunkelwelt von der Welt A spiele, also von Forest, oder ob ich die anderen Welten freischalte, oder ob ich vielleicht schon wieder beim ganz woanders weitermache und die Welt nach der Hölle anfange zu spielen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wann dieses Video rauskommt. Jetzt gerade erst aufgenommen und jetzt ein bisschen Aufnahmepause, aber das ist für dich alles komplett unerheblich, wann ich hier was aufnehme und wann was rauskommt. Endergebnis ist wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt. Jedenfalls danke fürs Zusehen und Servus bis zum nächsten Mal.